Gute Neuigkeit, Freunde. Hallo und herzlich willkommen hier bei Me Uppercut. Es gibt mal wieder einen neuen Jailbreak und zwar für ältere Geräte, für 32-Bit-Geräte, um genau zu sein. Also das Neueste, wo das funktioniert, ist dann hier das iPhone 5 und natürlich alle anderen 32-Bit-Geräte, die iOS 10 laufen haben. Und das Coole ist, das funktioniert auch mit iOS 10.3.3. Das ist ja die aktuellste Version, die es gibt für iOS 10. Das ist also die finale Version sozusagen gewesen und für die gab es bisher noch keinen Jailbreak, bis sich hier das Team daran gemacht hat, uns ein kleines Weihnachtsgeschenk zu bescheren. Und ich zeige euch mal, wie das Ganze hier funktioniert. Ihr geht einfach hier auf die Helix-Seite, ich verlinke euch das und alles weitere, was ihr braucht, in der Videobeschreibung. Und dann haben wir es hier stehen, Jailbreak für alle 32-Bit-Geräte unter iOS 10 bis iOS 10.3.3, also auch ältere iOS 10-Versionen werden hier unterstützt. Alles, was ihr machen müsst, einmal hier bei Get Helix die Datei, die IPA-Datei runterladen, die habe ich hier schon. Und dann könnt ihr auch schon die Webseite eigentlich zumachen. Dann brauchen wir noch den Cydia Impactor. Das ist auch ein kostenloses Programm, das man sich runterladen kann. Und damit kann man also die Software dann quasi in das iPhone hier reinpacken, reinbringen irgendwie. Und dann schließen wir das Gerät jetzt per Kabel an unseren Rechner einmal an. Also Kabel anschließen, dann wird das Ganze hier erkannt im Cydia Impactor. Dann zieht ihr die heruntergeladene IPA-Datei von Helix einfach mal hier runter, packt die hier rein und dann geht hier das kleine Pop-up-Fenster auf. Einmal Apple ID eingeben, anschließend euer Passwort eingeben und auf OK drücken und der Rest sollte dann von alleine laufen. Und dann geht es hier auch direkt los. Man sieht, da werden ein paar Pakete installiert, extrahiert und so weiter und so fort. Und wir warten dann mal einen kleinen Moment, bis hier eigentlich gleich eine App auftauchen müsste und dann können wir auf dem eigentlichen iPhone weitermachen. Das hier ist eigentlich schon eine schöne Sache, Error. Ich würde sagen, das ist eigentlich eine schöne Sache, dass es das jetzt hier gibt, nochmal für die älteren Geräte, für die 32-Bit-Geräte. Und jetzt habe ich hier eine Error-Meldung bekommen. Ich gehe einfach mal auf OK. Trotz Fehlermeldung sehe ich, dass die App hier installiert wurde. Ich öffne sie einfach mal und dann haben wir hier eine Meldung, nicht vertrauenswürdiger Entwickler. Okay, das können wir ändern. Einmal in die Einstellungen reingehen, unter Allgemein und gehen dort ganz nach unten, dort wo Geräteverwaltung steht. Da klickt ihr einfach mal drauf, seht dann eine Geräteverwaltung, ein Zertifikat mit dem Namen eurer Apple-ID und da müsst ihr einfach nur Vertrauen anklicken oder vertrauenswürdig. Und wenn wir das gemacht haben, sollte es funktionieren. Also nochmal rein in die Helix-App. Und jawohl, die öffnet sich. Wir gehen auf Jailbreak. Und jetzt wird hier der Jailbreak draufgespielt. Also wirklich relativ einfach. Wenn ihr Probleme habt hier, dass ihr Fehlermeldungen bekommt, kann das... Mache ich eine Speichervollmeldung. Die kennt man ja von früher schon. Gutes Zeichen. Wenn ihr eine Fehlermeldung bekommt beim Cydia Impactor, kann das daran liegen, dass ihr die Zwei-Faktor-Authentifizierung eingeschaltet habt, also die am besten mal deaktivieren oder euch auch komplett von der Apple-ID abmelden, das kann auch schon helfen und dann warten wir mal ab, ob das hier alles auch funktioniert. Das Gerät wird gerade respringt, auch das sieht für mich alles sehr gut aus und wenn das so klappt, ist das eigentlich eine recht einfache Methode, wie man das Ganze hier machen kann und dann kann man endlich auf den älteren Geräten, die man vielleicht extra auf 10.3.3 gehalten hat, die ganzen Vorteile des Jailbreaks nutzen, das Teil personalisieren und das ist doch wieder mal ein schönes, kleines, nachträgliches Weihnachtsgeschenk. Wenn es funktioniert, warten wir es ab. Respring Reboot ist durchgeführt und schaut her, hier haben wir Cydia, also die Installation hat geklappt, ich mache das mal zum ersten Mal auf und wir schauen, jawohl, sieht doch alles wunderbar aus und jetzt kann ich hier einfach mal schön die Jailbreak-Tricks drauf installieren. Schöne Sache, Freunde. Und wenn ihr beim ersten Start dann diese Mitteilung hier bekommt für wichtige Aktualisierung, dann rate ich euch dazu, eine vollständige Aktualisierung durchzuführen. Dann ist hier bei Cydia auch alles auf dem neuesten Stand. Und ihr könnt loslegen mit dem Jailbreaken. Macht euer Gerät zu eurem Gerät, fügt neue Features hinzu, ändert die Optik und. Wer wissen will, was man alles Schönes machen kann, klickt einfach mal hier unten in meine Playlist. Da habe ich unheimlich viele Cydia-Tweaks vorgestellt in der Vergangenheit. Da werdet auch ihr etwas Passendes finden. Und tja Leute, das wäre es auch schon gewesen. Der Helix Jailbreak für iOS 10.3.3. Eine schöne kleine Zusatz-Weihnachtsüberraschung, die wir hier noch bekommen haben, finde ich. Und jetzt wünsche ich euch viel Erfolg und viel Spaß beim Jailbreaken. Bis zum nächsten Mal hier bei MeAppleCat. Macht es gut!
und ich erkläre euch, wie das mit dem Abonnieren geht. Seht ihr hier unten rechts das Mi AppleCat Logo? Ja, das Runde. Drückt drauf. Na los. Da passiert nichts. Nur ein Abo. Es kostet auch nichts. Sehr gut. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.